Wiesbaden ist eine Stadt des Wassers und das sieht man an allen Ecken und Enden. Wir haben die heißen Quellen, wir haben die Bäche und den Rhein. Und mit dieser Ausstellung wollen wir einen Überblick darüber geben, was Wasser eigentlich ist und wo es sich findet. Eines der Highlights unserer Ausstellung ist das große Rhein-Diorama, das Sie hinter mir sehen. Hier treffen sich Biber und Kormoran, die endlich im Rhein wieder heimisch geworden sind und sich auch bis nach Wiesbaden ausbreiten. Und als zweites ein großes Stadtmodell von der Innenstadt der Stadt Wiesbaden. Hier werden verschiedene Szenarien, die mit dem Wasser zusammenhängen, projiziert und jeder Besucher kann, wenn er möchte, sein eigenes Haus suchen, zumindest wenn er in Wiesbaden wohnt. Ja, wir möchten mit der Ausstellung zeigen, dass Wasser ein hohes Gut ist, dass es ein Lebensraum ist und ein Lebensmittel und dass es eben schützenswert ist. Und dass wir alle einen kleinen Teil dazu beitragen können, dass wir das Wasser erhalten als Nahrung, als Lebensstoff, als Rohstoff für uns. Unter dem Mikroskop haben wir ein paar typische Lebewesen zusammengestellt, die in Flüssen vorkommen. Und das reicht von Köcherfliegen, also kleinen Larven. Die kann man unter dem Mikroskop gut beobachten. Und andere Lebewesen wie Muscheln, Schnecken, Krebse, Mückenlarven, Wasserkäfer und so weiter. Die Ausstellung bietet auch viele andere interaktive Möglichkeiten. Man kann eine virtuelle Stollenfahrt machen. Man kann auch an einem Touchscreen sich die Lage der Wiesbadener Bäche anschauen. Außerdem bieten wir in unserer Museum Wiesbaden App einen Rundgang speziell zur Wasserausstellung an. Hier können an verschiedenen Stationen die Ausstellung erlebt werden und man hat Audiobeiträge, Bilder und Text. Bei der Vorbereitung der Ausstellung hat mich eigentlich besonders überrascht, wie vielfältig tatsächlich die Fließgewässer in Wiesbaden sind. Es war mir gar nicht bewusst, dass 55 Bäche im Wiesbadener Stadtgebiet fließen, denn in der Innenstadt sind die meisten leider verrohrt und daher kriegt man sie nicht zu Gesicht. Unsere Ausstellung zum Wert des Wassers ist noch bis zum 5. Februar 2023 zu sehen und wir freuen uns über Ihren Besuch.